Leute, ich bin mir sicher, es gibt so einige Dinge, von denen ihr langsam aber sicher die Schnauze voll habt. Korrekt, Digga. Diese andauernde, sengende Hitze. Mathehausaufgaben. A Quadrat gleich Hur. Lena? Du musst mal was aufräumen. Meine Videos. Ah! Und wenn euer Browser euch beim Zocken die die Leistung auffrisst. Es ist ernst. Und die Leute fragen mich natürlich, du als alter Schlawiner hast doch da sicherlich eine Lösung. Natürlich. Opera unterstützt nämlich zufälligerweise dieses Video. Und ich stelle euch jetzt mit dem größten Vergnügen kurz den Opera GX vor, den weltweit ersten richtigen Gaming-Browser. Der riecht wirklich sexy. Damit habt ihr nämlich, wenn ihr beim Spielen ein paar Tabs offen habt, um beispielsweise Musik zu hören oder Tutorials nachzuschlagen, mit dem GX-Control die volle Kontrolle drüber, wie viel Ressourcen euer Browser tatsächlich frisst. Ihr könnt hier nämlich mit ein paar einfachen Klicks die Bandbreite beschränken und natürlich auch euren Arbeitsspeicherverbrauch und die CPU-Nutzung. Weil Lags finden wir nämlich alle nicht so lecker. Ich habe jetzt hier als Vergleich mal im Google Chrome die gleichen Tabs aufgemacht. Wenn ich jetzt hier den Task Manager befrage, sieht man einfach schon auf Anhieb, wie viel mehr Verbrauch der einfach hat gegenüber Opera. Ich finde den schon von vornherein ziemlich schick. Ihr könnt ihn aber auch ganz easy mit ein paar Klicks vollkommen customizen, so wie ihr ihn halt am besten findet. Beispielsweise passend zu eurer Haarfarbe. Sofern vorhanden. Aber was wäre ein richtiger Gaming-Browser ohne das volle Spielerlebnis? Im GX-Corner habt ihr nämlich handverlesene kostenlose Spiele zur Auswahl, die ihr gerne mal ausprobieren könnt. Da kann man einfach nur wow sagen. Und hier oben sogar einen Release-Kalender für bald erscheinende Games. Hier habt ihr einfach eine integrierte Leiste, wo ihr super schnell euer Instagram beispielsweise aufrufen könnt. WhatsApp oder Facebook Messenger geht natürlich auch. Cool. Ihr könnt euren Discord damit connecten. Opera GX hat auch einen eigenen Discord. Und wichtig für Freunde des gepflegten Videogames ist natürlich auch die Twitch-Integration. Korrekt, Digga. Hier könnt ihr direkt sehen, wann euer Lieblingskanal, also ich, online ist. Und was ich einfach eine super geile Funktion finde, ist, dass ihr in der Lage seid, aus dem Stream quasi so ein Pop-out zu erstellen. Indem ihr hier klickt auf Video lösen, dann habt ihr das Fenster mit dem Video und Stream immer oben angezeigt und könnt halt nebenbei, keine Ahnung, einfach was anderes machen. Finde ich einfach mega praktisch. Zudem habt ihr noch einen kostenlosen VPN an Bord, um im Netz anonym und geschützt zu sein. Alles inclusive bleibt. Und das vollkommen for free, Alter. What a time to be alive. Probiert den sehr gerne mal aus mit einem Klick unten auf den Link in der Videobeschreibung. Ich hoffe auf jeden Fall, dass das was Cooles und Praktisches für euch ist. Für mich ist es das auf jeden Fall. Und ich bedanke mich vielmals bei euch und bei Opera für den Support. Ihr wolltet, dass ich hier unbedingt nochmal neidippe. Also herzlich willkommen zurück zu Raculus, dem Horrorgame über die Legende vom Also es geht. Sagen wir so, die ganze Welt der Saug- und Stauberwitze steht uns von nun an offen. Was ist der Unterschied zwischen meinem Gaming-Chair und einem Staubsauger? Korrekt, gibt keinen. In jedem sitzt genau ein Drecksack. Worum geht's? Naja, sagen wir so. Megazords kleiner, hässlicher und mit ziemlicher Sicherheit von seinen Eltern verstoßener Cousin ist in unser Allerheiligstes eingedrungen, um uns die Nägel aus den Zähnen zu zutschen. Darf ich vorstellen? Da ist er. Der Staubsaugermann. Weil... Ja, warum auch nicht? Siehst du, habt nämlich keine Argumente. Doch. Ups. Und wie jedes anständige Kindlein bereits mit der Muttermilch eingeflößt bekam, ist die einzige Möglichkeit, den Vacuum-Man permanent loszuwerden, genau 21 Dinge von seinem Hausfußboden aufzulesen und sie an Ort und Stelle zu verstauen. Ja, glücklicherweise wohnen wir in einer Familie, in der es üblich ist, seinen Jägerschnitzel auf dem Flur zu verzehren oder in diversen Ecken und Winkeln des Hauses. Seine Klamotten abzustreifen, ja, da weiß man auf jeden Fall, hier geht's mächtig zur Sache. Jedes Spielzeug, was wir finden, muss hier rein. Das Geschirr muss natürlich in die Küche und die Klamotten, naja, in diese Waschecke zur Waschmaschine und so weiter. Meistens befinden sich die Gegenstände in ein bisschen Entfernung zu dem Ort, wo man sie verstauen muss natürlich. Und nach 7, ja, quasi korrekt aufgeräumten Gegenständen kriegt man immer einen Checkpoint. 7 haben wir bereits beim letzten Mal geschafft und es war kein Spaß, Alter. Das Game ist wie ein Workout. Das wirkt hier so ein bisschen wie Horrorgame Bootcamp. Oh mein Gott! Halt dein Maul! Und bevor ich es vergesse, elektrische Geräte spielen manchmal verrückt und locken den Boy an. Okay, haben wir hier ein Spielzeug? Halt's Maul, Alter. Das können wir auf jeden Fall gleich mit zurück ins Zimmer nehmen. Der kommt jetzt hierher. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Nicht festhängen. Ah! Oh Gott! Mach's zu! Nein, mach's zu! Nein, mach's zu! Sorry, kennt ihr diesen Moment, wenn man einfach vergessen hat, wie Türen funktionieren? Ach, es kommt immer öfters vor. Nein, hier ist keiner. Hä, wieso? Aber wisst ihr,
Ich glaube, die Strategie wird sein, das Geschirr aus meinem Zimmer oder in der Nähe mitzunehmen, es zur Küche zu bringen und von da aus wieder auf dem Rückweg das Spielzeug zurück in mein Kinderzimmer zu bringen. Wisst ihr, was ich meine? Das hat beim letzten Mal ziemlich gut funktioniert, weil ich habe hier einen Pfad, wo ich auf jeden Fall relativ easy langrennen kann. Come on, halt's mal. Alter, jetzt sei leise, Alter. Mach doch nicht noch zusätzlichen Lärm. Psst. Ich weiß aber nicht, von wo er kommt. Ich habe ein Problem, wenn es von da ist. Okay, er kommt von da. Scheiße, er ist gelb. Gelb bedeutet Aggro. Go! Oh, diesmal hat das wesentlich besser geklappt. Okay, komm rein. Macht er die Tür gleich zu? Ja, macht er. Jo, hab ich jetzt das Ding nicht mehr? What do you mean? Ich hab das weggeschmissen. Ach, come on. Dang it. Oh, ich hasse es. Okay, gut. An sich hat es aber ganz gut funktioniert. Nur halt, dass wir kein Erfolgserlebnis haben, weil wir das Ding in der Hand verloren haben, aber... Egal. Was liegt denn hier vorne? Ist das eventuell... Das ist das Spielzeug. Warum auch immer habe ich das hier gelassen? Okay, zu. Okay, Nummer 9. Sehr gut. Bis 14 muss man es wenigstens schaffen in dieser Runde. Kommt der her? Ja, es hört sich so an. Aber kommt ja auch rein. Ja, kommt er. 2. Okay, rein. Jetzt bricht er durch. Nein, niemand ist im Schrank. Natürlich nicht. Der guckt auch nie irgendwo anders nach. Der ist irgendwie ein bisschen minder bemittelt, habe ich das Gefühl. Was schickt denn auch ein Staubsauger, um mich zu vernichten? Come on. Fällt euch eigentlich nichts Besseres ein? Die Welt der Monster, Mutanten und Geister enttäuscht mich. Was ist denn los? Hast du Angst vorm Dunkeln? Alter, vor dem Dude sollst du Angst haben. Oh nein, bitte nicht. Hau ab! Jo, der nervt, ne? Ich glaube, ich drücke immer panisch zu viel auf F. Und dann legt er die Gegenstände ab. Das ist halt immer das Ding, wenn ein Knopf alles macht. Oh Gott! Der ist nach da gegangen. Also hier nach links. Huhu. Nein! Nein, 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 nein. Ist egal. Ich weiß, der kommt. Oh mein Gott! Das kann ich eigentlich auch ganz gut benutzen, um ihn abzulenken. Ich hab keine Stamina mehr. Jo, wieder 9. Oh, das hat jetzt nicht mal 20 Sekunden gedauert, irgendwie gefühlt. Oh nein, der ist da. Damit habe ich nicht gerechnet. Bitte schau dich nicht um. Bitte nicht. Bitte geh da einfach weiter, Alter. Nein! Ach, komm mal, du... Ah! Oh mein Gott! Nein! Ah! Alter, ey, das Spiel ist so räudig, Mann. Du weißt halt auch immer nicht, wo der ist. Ich hoffe, er ist da. Könnte auch um der Ecke sein. Hier in der Küche? Nein? Oh mein Gott! Oh mein Gott, das ist gut. Halt's Maul! Nein! Warum passiert das immer? Jedes Mal. Ich habe keine Spielzeuge mehr, oder? Was ist das? Doch. Doch, ich habe noch eine Rakete. Der kommt von da. Warum ist der rot? Alter, der ist sauer. Alter, der ist pisst. Der will doch nicht, dass ich aufräume. Das ist ein verdammter Heuchler, der Dude. Huh. Warte, ey, was ist das jetzt? Nummer 12! Ey, ich brauche noch 2! Zwei war ich noch nie, Mama. Okay, ich habe ja kein Geschirr mehr. Vielleicht liegt im Flur noch was, der kommt jetzt erstmal her. Oh, war das spannend. Ich sehe das rote Licht. Heilige Scheiße. Ich glaube, der ist schneller geworden.
Warum das? Jetzt noch schwerer? Als wäre es nicht schon schwer genug. Da liegt noch ein Teller. Wunderbar. Boah, der geht in die Küche, Alter. Die Supersau. Warte mal. Ich gehe mal hier lang. Hier ist noch ein Spielzeug. Fuck, der kommt. Ey, hätte ich mal die Kleidung mitgenommen gerade. Okay, Nummer 13. Eins noch. Das muss zu. Damit er damit beschäftigt ist. Das muss auch zu. Oha, weil er kommt. Kommt er rein? Na los, Buddy, bring was hinter uns. Komm. Ey, der macht mich unsicher. Wenn der nichts macht, macht mich das so unsicher. Ey, come on, let's go. Ich sehe doch das rote Licht. Der steht doch da vor der Tür. Ja, er kommt. Oh! Nein! Hau ab! Yes! Habe ich die Hose noch? Ich habe die Hose nicht mehr. Ich dachte, er geht in diese Tür. Das meine ich, warum steht er da blöd rum? Ich hätte erst die verdammte Tür zu machen sollen, aber ich dachte, ich kann gleich rausstürmen. Oh mein Gott, ist das ärgerlich. Oh ey, das Spiel, ne? Ich bin bestimmt jetzt wieder 30 Mal gestorben oder so. Jetzt fange ich wieder von 7 an. Meine Güte, es ist immer noch zu hart, trotz der Checkpoints. Aber okay, wir wissen jetzt, wie wir es machen sollen. Das Problem ist, jedes Mal, wenn ich spawne, kommt der erstmal hier vorbei. Und ich muss halt hier irgendwie ein paar Minuten sitzen und warten, bis das vorbei ist. Das Problem ist, der wird mich jetzt sehen wahrscheinlich. Der ist da. Da ist er. Er könnte auch in der Küche sein. Ist egal. Da kann er ruhig hinrennen. I don't care. Gib das. Wenn er da hin muss. Das ist eigentlich gut für mich. Warte mal, da kann ich mir hier das Spielzeug schnappen. Und kann hier lang. Oh mein Gott, das hat gut geklappt. Wunderbar. Ja, wenn wir das immer triggern, wir können das nämlich auch ausnutzen. Das ist halt der Punkt. Ich hab's mir anders überlegt. Ich will doch Stubenarrest haben, bitte. Kommt er? Ja, er kommt. Jo, ich hab null Plan, wo der ist. Gar nicht. Okay, ich hab einen Plan, wo er ist. Okay. Komm, gib das her! Nein, das andere! Nein, du bist so dumm! Vielleicht ist das ganz gut. Okay. Okay, welche Tür bricht da ein? Okay, dort. Okay, in Ordnung. Hier haben wir bloß Müll. Spielzeug können wir vielleicht einstecken. Okay, passt. Verdammt, ich hätte jetzt gern irgendwie Tasse, Teller oder irgendwas. Oh, es ist so dunkel, Mann. Oh Gott, der steht da. Und er ist gelb. Wenn er gelb ist, heißt das immer, er ist aggressiver. Oh! Du Kacke. Kommt der? Ja, wo bist du? Oh Mann. Ich weiß nicht, aus welcher Richtung er kommt. Okay, der ist da. Der ist da, der kommt jetzt zurück. Der kommt hier rein. Das ist meine Chance. Ey, es lohnt sich halt doch, ne, durchs Haus zu rennen. Das habe ich gar nicht so bedacht. Okay, wir haben 11. Was ist das jetzt? Was ist das jetzt? Ist er jetzt im Aggro-Mode? Ab 11? Oh, ich glaube schon. Ja, er kommt, er kommt. Warum auch immer. Den das triggert so. Das reicht noch. Passt. Der ist eine Weile gestunt, wenn er die Tür einbricht. Also, da kann er auch nicht sehen. Yo, Spiel, enttäuscht mich jetzt nicht, ne? Wir haben eine Abmachung. Komm, geh raus, Alter. Dass sie auch 5 Minuten drin rumscheißt. Was geht mit ihm? Okay, ich habe die Tasse nicht mehr. Bei genauerer Überlegung ist die Küche doch relativ gefährlich. Jo, ich weiß nicht, wo der ist. Ich weiß, wo der ist. So.
Okay, rein. Der bricht, glaube ich, schneller durch, wenn er mich gesehen hat. Es ist manchmal, fühlt sich das so unmöglich an, überhaupt vom Fleck zu kommen. Geh raus, bitte! Der bleibt auf jeden Fall länger da. Das ist so gemein. Och, okay. I don't think he saw me. Nee, ich glaube auch nicht, sonst wäre ich jetzt tot. Der ist hier rumgegangen. Nummer 12. Ich warte drauf, bis das hier angeht. Geht es an? Nee? Bestimmt, wenn ich rausgehe, ne? Gib das! Wenn er mich hier sieht, Alter, bin ich so am Sack. Der kommt, der kommt. Kommt von da! Der hat mich gesehen. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Alter, noch einer. Das war die Animation von der Tür. Der ist noch nicht da. What's wrong with this? Oh, der kommt sowieso. Ist egal. Hörst du? Hört er? Alter, der ist richtig im Rage-Mode. Come on. Ich darf jetzt nicht failen. Ich muss das ganz in Ruhe machen. Mit Geduld. Mit Geduld. Nicht hasten. Ich weiß nicht, wo er ist. Direkt vor der Tür, Seth. Geh rein. Sehr gut, sehr gutes Timing. Das war wunderbar. Ich muss raus. Alter. Warum ist hier dunkel? Warum ist hier drin dunkel? Stop it. Mach das Licht wieder an. Geht das? Es geht nicht. Leck mich am Arsch. Ich hasse doch. Leck mich einfach. Yes, 14 Checkpoint, Baby. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der kommt. Ich hoffe, das hat nicht hier gespeichert so. Jesus Christ. Kacke, verdammte Axt. Oh mein Gott. Leck mich. Oh. Das Spiel ist so intensiv, Alter. Ein Feuerwerk der Emotionen. Okay, ich muss hier kurz Pause machen. Yo, ich muss duschen vor allem. Okay, Leute. Ey, das war jetzt eine Stunde Arbeit. I'm sorry, das ist so schwer. Ich wollte es eigentlich bis zum Ende durchziehen, aber ich... Oh, heftig. Ich kann das nur etappenweise spielen. Sorry. Ich hoffe, das ist für euch spannend. Für mich ist das ziemlich aufregend. Es ist auch sehr frustrierend zwischendurch, wenn du halt immer nur stirbst und immer wieder quasi anfangen musst. Ey, vielleicht schaffen wir das letzte auch noch. Wie gesagt, es liegt so ein bisschen an euch, ob ihr da Bock drauf habt. Ich find's relativ unterhaltsam, aber so spannender wird's jetzt auch nicht, ne? Wir sind jetzt schon am Peak. Dankeschön auf jeden Fall fürs Zuschauen. Würde mich riesig freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lassen würdet. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall, ja, im nächsten Video. Was auch immer das wird, dann vielleicht das oder wir werden schauen. Bis dann, haut rein und macht's gut.